heute Freitag und ich fahre jetzt erstmal in Richtung Dresden. Oder besser, ich fahre nicht nur in Richtung Dresden, ich fahre nach Dresden. Mal gucken. Ich will mal die Stellen mal fahren, anfahren, wo wir mal gewohnt haben. Mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Und danach geht's dann in Richtung Sächsische Schweiz. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Wenn das Wetter mitspielt, will ich in Masterstadt wählen, glaube ich. Hat so eine Mini-Sächsische Schweiz. Und die würde ich mir ganz gerne angucken. Aber da muss das Wetter mitspielen, weil wenn es regnet, mag ich dann da auch nicht durchspazieren. Umleitung, was ist das denn schon wieder? Aha. Ist aber schlecht. Jetzt habe ich eben das Navi nicht dran. Ja. Na gut. Okay, anscheinend kann man hier links jetzt fahren. Die Frage ist, wo fährt man jetzt hier lang? Da hinten hätte ich können eigentlich rumfahren. Na gut. Okay, links ist auch Sackgasse. Ach ja, okay, alles klar, jetzt weiß ich, wo ich bin. Bin hier eigentlich richtig. So, hier vorne ist der schiefe Turm. Nicht von Pisa, sondern von Bautzen. Ist nicht ganz so schief wie der in Pisa, aber doch schon ordentlich. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera so ein bisschen, dass er nach rechts hängt. Das hier drüben, das gab es zu DDR-Zeiten, zumindest nicht so in dem Bau. Stand wohl auch wie so eine Art Hochhaus. Das Einkaufszentrum hier drüben gab es natürlich auch nicht. Das, was hier links ist, das ist immer noch so wie früher. Gut, ein bisschen mehr Farbe dran jetzt. Aber die Häuser sind noch die alten. Das ist ganz schön warm. 22 Grad. Kommt mal wärmer vor. So, dann kommen wir jetzt über die Friedensbrücke. Da unten an die Felsen sind wir als Kinder mal lang geklettert. Hier sieht es immer noch aus wie zu DDR-Zeiten. Also das sah wirklich damals schon so aus. Hier ist nichts gemacht. Irgendwann tanken muss ich auch noch mal. Aber das mache ich später. Und da gibt es natürlich auch einen Kaffee dazu. So, jetzt haben wir dann erstmal wieder ein Stück Landstraße. Das dürfte jetzt nicht so interessant werden. Ja, jetzt sind wir da hier jetzt dann in Göta. Falls es irgendjemand interessiert, an dem, ist das ein, gehen wir davon aus, dass es ein Kirchturm ist, der hat ja zwei so Spitzen. Und zu Weihnachten hängen die da zwischen die zwei Spitzen immer so ein Adventsstern. Da habe ich mich als Kind immer drauf gefreut, wenn ich hier mit dem Bus vorbeigefahren bin. Wo ich dann in Dresden gewohnt habe und meine Oma am Bautz besucht habe. Oder vorher andersrum, wenn ich meine Eltern in Dresden besucht habe. Das sah immer cool aus. Ja doch, ich würde sagen, das ist Kirche. Ach ja, der Ort liegt hier in so einer Senke. War mit den Fahrrädern immer beschissen. Hast dich hier hochgequält. Wenn du von Dresden gekommen bist, hat es ja hier schon, naja, ich weiß es gar nicht. Ungefähr 40 Kilometer. Hattest du eh schon in den Knochen und dann musstest du dich da nochmal hochquälen. Und den anderen Berg dann da hinten, wo der Parkplatz war. Achso, habt ihr ja nicht gesehen.
weiß gar nicht mehr, ob die Strecke hier interessant war oder nicht. Ich lasse einfach mal die Kamera an jetzt. Wenn es langweilig wird, muss ich halt mehr rausschneiden. Aber ich bin tatsächlich das letzte Mal hier lang gefahren. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt 20 Jahre her, aber 15 auf alle Fälle. Ich hoffe, ich habe mit um Bischofswerda rum keine Umgehungsstraße gemacht. Ich würde nämlich gern durchfahren und mir das mal angucken. Das ist Umleitung? Ne, da will ich ja nicht hin. Nachdem jetzt du mit zu billig nicht. Warum haben die eigentlich überall die Bundesstraße abgeklebt? Ist das jetzt keine Bundesstraße mehr, oder? Bischofswerda. Na denn? Gucken wir mal. Also ich kann mich, ehrlich gesagt, null dran entsinnen, wie es hier ausgesehen hat. War hier irgendwo ein Schild 30? Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt? Nö. Die fahren einfach nur so komisch. Das ist ein gutes altes Kopfsteinpflaster. Also die Umfahrung scheint ein bisschen neu zu sein. Weil ich dachte, früher ist man bum-bum da mitten durch über den Marktplatz gefahren. Da blitzen sie. Ach ja, an den Namen kann ich mich erinnern, an die Strecke echt gar nicht mehr. Und wie gesagt, als Kind, ich bin hier so oft lang gefahren, entweder mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. B6, hier steht noch ein Schild. Ich glaube, hier ging es auch heftig einen Berg runter. In den Ort rein. Ja, genau, hier haben wir oben ganz schön gestrampelt. Ah, hier ging es, glaube ich, über die Eisenbahnbrücke drüber. Richtig oder nicht richtig? Ja, doch. Ja, so ein paar Sachen kommen dann doch wieder. Oh, ein alter Mercedes. Jetzt steht auf die Schilder auch wieder B6 dran. Nur bis Bischofswerda nicht. Warum auch immer. So, wie viele Kilometer sind es denn noch bis Dresden? 23. Da sind wir ja gleich da. Aber da muss ich dann auch irgendwo erstmal ranfahren und das Navi dran machen. Denn da würde ich dann tatsächlich lieber mit Navi fahren. Ich meine, bis runter zu dem ersten Haus, wo wir gewohnt haben. Also das würde ich so noch finden, wenn die nicht irgendeine Verkehrsführung geändert haben. Aber wie ich dann von da nach Rohles rüberkomme, das wüsste ich nicht mehr. Das ist da jetzt schon wieder Umleitung. B6 gesperrt, aber willst du mich verarschen? Nee, echt jetzt? Ich glaube, ich muss wohl schon vorher das Navi anmachen. Mal gucken, vielleicht ist er ordentlich ausgeschildert. Allerdings hoffe ich doch, dass ich dann oben, wie heißt denn das? Wilder Mann heißt das, glaube ich. Dass ich da oben rauskomme. Alles andere wäre natürlich doof. Fischbach sagt mir auch was.
Nee, das waren Ziegen. Ich wollte gerade sagen, das ist Kälber gewesen, aber. Das waren tatsächlich Ziegen. Also, ich habe wohl keine Ahnung, ob ich hier schon mal lang gefahren bin. Wenn ja, kann ich mich zumindest überhaupt nicht dran erinnern. Dresden weiß ich. Oder war das weiß ich, wilder Mann, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist alles viel zu lange her. Radeberg. Da komme ich garantiert woanders rein. Das ist doch doof. Jetzt weiß ich auch, warum Google mir gestern schon so eine komische Strecke angezeigt hat. Weil da gesperrt ist. Was ich natürlich ignoriert habe. Tja, wenn man jetzt wüsste, wo die B6 gesperrt ist, könnte man ja vielleicht irgendwo links wieder rüberziehen und gucken, dass man da drüben wieder rauskommt. Weil eigentlich wollte ich schon die Strecke da runterfahren, wo man am Pionierpalast vorbeikommt. Aber wenn ich jetzt hier sonst wo reinkomme, ist das nicht so geil. Tja, anscheinend geht's über Radeberg. Soll ich wahrscheinlich da halten und gleich mal ein gescheites Radeberger trinken. Umleitung links, dann machen wir das doch. Dann gibt es halt keinen Radeberger. So, jetzt sind wir in Dresden. Ach, Bühlau hieß das hier oben, oder was? Okay, jetzt natürlich überall Baustellen. Warum nicht? Das ist schon wieder interessant hier. Ich glaube, ich fahre einfach nur den Massen nach. Hier gesperrt, da gesperrt. Das ist ja genauso schlimm wie in Berlin. Eigentlich alles schöne alte Häuser hier oben. Das sind noch alles diese alten Ostvillen. Hier oben ist doch, genau, hier hinter ging es zu der Disco. Richtig. Ja, genau. Da sind wir früher mal gewesen. Und haben gefeiert. So lange, bis nachts keine Straßenbahn mehr gefahren ist und wir bis nach Hause laufen mussten. Oder man hat sich damals eine sogenannte Schwarztaxe genommen. Haben halt meistens irgendwelche Leute mit dem Auto vor den Diskos gestanden. Und haben dann gewartet, du bist halt rausgegangen, hast gefragt, hier, wie sieht's aus, kannst du uns da und dahin fahren? Und dann dahin gefahren, dann hast du mir irgendwas in die Hand gegeben. Und gut war. So viele Taxen gab es damals nicht und Telefon sowieso nicht. Sprich, du hättest auch keine Taxe anrufen können. Haben sie aber großzügige Radwege angelegt. Und wo fahren die Leute auf dem Fußweg? Völlig Panorane. Da hinten, das müsste der Pionierpalast sein. Oder ist das das Schloss? Ja doch, hier, das Pionierpalast. Ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so. War das nicht so ein altes Stasi-Gebäude hier?
kommt doch jetzt an die Elbe. Oh, schon wieder gesperrt. Ach, küss mal da den Buckel, ey. Ah, wir kommen jetzt. Okay, dann kommen wir jetzt da vorne raus, wo das. Ja, da unten müsste links die Tanke sein. Warte, jetzt war da mal eine. Und dann sind wir, glaube ich, schon wieder auf der Bautzener Straße. Und da haben wir gewohnt. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie halten kann. Mal ein Foto machen kann. Ja, genau, da ist die Tanke. Und natürlich früher mit Null oder wie die hießen. Eieiei. Boah. Das ist alles neu gebaut, das kenne ich alles gar nicht. Ist das das Haus hier gewesen? Ja, ich glaube. Hätte ich jetzt hier links gemusst oder ich weiß es nicht. Ich muss jetzt anhalten. Irgendwo anhalten und es nach wieder machen. Ja, ich glaube, ich hätte rüber gemusst. Wie komme ich jetzt da rüber? Ach du Kacke. Ich fahre jetzt einfach mal da drüben rein. So, jetzt machen wir uns ja mal kurz durch die engen Gässchen. Trauen. Alter Falter. Ja gut, so viel Bistros und sowas gab es natürlich ja früher nicht. Das gab's ja auch früher schon. Alter Falter. Diese Häuser bei uns sollten sie mal die Straße machen. Wie ist denn das Ding hier? War das Platz der Einheit? Muss ja mal einen Straßenname, wenn man ihn braucht. Also rechts runter geht's zum Bahnhof, das weiß ich. Da will ich auch jetzt nicht hin. Was jetzt rechts noch da? Alter. Da brennt er mit seiner Kiste ab hier vorne. Das stinkt. Bei dem verbrennt doch der Verband da irgendwo Öl. Muss ich da rüberfahren? Oh, anscheinend. Ja, einmal Elbe. Dresdner Altstadt. Oh, was ist denn da schon wieder los? Oh, da hat es anscheinend ordentlich hinterlegt oder was? Ist bestimmt irgendeiner von denen zu langsam gefahren. Was macht der hier Warnblinkanlage an? Ich bin hier an der Ampel, bin ich mit meinem Fahrrad auf die Schnauze geflogen. Und war richtig. Da hatte ich, wie gesagt, das kleine Mini-Fahrrad. Und da ist mir der Rahmen gebrochen.
Da hatte ich plötzlich zwei Teile vom Fahrrad. War ja zum Glück an der Haltestelle, dann habe ich das Ding in die Straßenbahn gepackt und bin zur Straßenbahn nach Hause gefahren. Aber mich hat es ordentlich gelegt. Ja, sag mal, hier vorne links bin ich nicht immer anders gefahren. Ach, da komme ich, glaube ich, an. Wie ist das denn? Großer Garten? Vorbei. Wenn ich geradeaus fahre, komme ich zum Dynamo-Stadion. Ist die große Frage: Biege ich ab oder lasse ich es drauf ankommen und fahre bis runter? Aber ich glaube, ich vertraue heute einfach mal Google. Ja, Zoo und Stadion, genau. Aber ich fahre mal links. Was ist das da drüben vom Glaskasten? Den kenne ich auch nicht. Botanischer Garten. Drin ist irgendwo die Pioniereisenbahn gefahren. Die wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so heißen. Hat bestimmt einen anderen Namen. Aber ich kenne es halt nur unter Pioniereisenbahn. Ah, hier unten ist dieser kleine Fluss oder Wasser oder was auch immer. Das ist so ein Graben. Da haben wir früher immer Wasserflöhe geholt für Sackreuung. 400 Meter links. Da steht erstmal schon ein Schild, dass ich gerade fahren soll. Also ohne Navi wäre ich da nie angekommen. Ja, dann will ich da hier gerade fahren, ich muss da aber links. Den hat das auch nie gestört. Dann stört mich das auch nicht. Ist das schon hier vorne? Sind wir schon da? 3 Kilometer. Warum soll ich jetzt 3 Minuten länger? Boah, ich weiß das gar nicht. Ich fahre das mal geradeaus, ich nehme das 3 Minuten länger. Aber fahr da nicht eine Straßenbahn? Soll die doch rechts fahren? Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich hier früher lang gefahren bin. Ist das heftig. Ja, doch. Doch, hier, das Ding hier am Eck, das kommt mir bekannt vor. Und schon wieder rechts? Nee, hier war das noch nicht. Ich will da hinten drin fahren, wo wir immer hingefahren sind. Und ich glaube, ich bin hier richtig. Aber wie gesagt, hier sind keine Straßenbahnschienen. Ich kann mich allerdings an eine Straßenbahnschiene erinnern. Boah, das sieht ja alles so anders aus. Ach. Gut, ich hätte vorher doch schon rechts abbiegen sollen. Jetzt komme ich hier hinten raus. Ah, alles klar. Und da oben fährt dann noch die Straßenbahn. Alter, ist das krass. Bieg mal da links ab, das ist in Ordnung. Raus. War ja nicht vorhin gerade eine Straßenbahn. Wo ist denn die lang gefahren? Jetzt links, oder? Ja. Comicstraße tatsächlich. Das hat sich ja wohl auf den ersten Blick extrem verändert. Oh,
Gut, die Bäume werden damals halt noch klein gewesen sein. Den gab es auch noch nicht, glaube ich. Metern rein, sagt er. Dann fahren wir doch mal hinein. Puh,